Heute schauen wir mal das verrückteste Video an, wo ein Typ einfach aus Magnetbällen eine PS4 baut, Leute. Schaut euch einfach mal an, das ist nicht mehr normal. So wird es im Endeffekt aussehen und er kann darauf sogar einfach FIFA spielen mit einem Magnetcontroller. Leute, das ist echt nicht mehr normal. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und abonniert hier diesen Kanal für mehr solcher Videos. Es geht hier auf jeden Fall schon mal direkt los und ich muss ehrlich sagen, Freunde, wir haben ja schon mal ein paar Mal solche Magnetvideos angeguckt. Ich feiere diese Dinger einfach übertrieben. Die erinnern mich noch an diese Teile, die ich früher hatte, wo man so zwei Magneten hatte und dann so ein Ding dazwischen, wo man dann so Dreiecke machen konnte, Häuser bauen konnte und sowas. Daran erinnern mich die ganzen Magnetkugeln. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ich will gar nicht wissen, wie viel diese ganzen Magnetkugeln kosten. Wahrscheinlich kann er sich von diesen ganzen Bällen locker eine PS4 kaufen. Also, ihr könnt es aber so machen, Freunde, wenn dieses Video hier aus irgendeinem Grund 5000 Likes schaffen sollte, dann werde ich auf jeden Fall mal selber so eine Magnetkugel bestellen und dann vielleicht mal probieren, irgendwas Eigenes zu bauen. Sei es irgendwie ein Handy oder sonst was, Freunde. Deswegen, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist und kommentiert gerne, was ihr so noch allgemein sehen wollt. So, es geht natürlich hier weiter. Ihr wisst ja ungefähr, wie eine PS4 aussieht. Die habt ihr auch schon am Anfang gesehen. Aber er macht es natürlich in so einem richtig geilen Farbspektrum und macht die Kugel nicht ganz normal rauf. Nein, er macht das ganz, ganz vielfältig, Freunde. Hier, zack, bup, bup. Also es sieht alles auch übertrieben angenehm aus. Ich meine, schaut euch einfach mal an. Zack, perfekt drauf. Uiuiuiui. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde, wie ihr es schafft, dass der Controller funktioniert und auch allgemein die PlayStation da funktioniert. Könnte sein, dass es fake ist von dem, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber Leute, hier, ich denke mal, das ist auch schon wieder so ein Teil von der PS4 dann. Also der Controller ist es auf jeden Fall nicht. Und auch wie er mit den Farben und so umgeht, wie er das alles so mixt. Sieht echt übertrieben nice aus. Also das kann ich mir wirklich, Leute, diese Magnetkugeln, die kann ich mir echt übertrieben lang angucken, weil die halt einfach auch so satisfying sind, ne? Und auch so beruhigend und sie hören sich einfach so richtig entspannt an, wie er dieses rauflegt. Vor allem mit so einer Karte trennt er quasi die Magneten voneinander, was halt voll clever ist. Aber Leute, ey, das ist einfach alles viel zu nice. So, ein Riesenstück hat er jetzt auf jeden Fall auch wieder fertig. Das Ding wird jetzt auch hier wieder rangemacht. Ich denke mal, das gehört auch nochmal zur PS4 dazu. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Ey, das ist hier, wie immer ganz verschiedene Möglichkeiten wählt, wie er quasi die Kugeln aufeinander bringen kann, damit das Video nicht wirklich langweilig ist, sondern halt auch noch zugleich angenehm ist. Also, das sieht halt alles so richtig nice aus. Ich frage mich, wie er das quasi so mixt, weil er muss ja quasi diese Farben perfekt aufeinandersetzen, aber man kann schon sehen, hier macht jetzt auf einmal da wieder mehr Grün. Ah doch, es passt aber im Endeffekt wieder alles aufeinander. Also man denkt so, okay, nein, vielleicht schafft er es diesmal nicht, aber es passt wirklich jedes Mal einfach aufeinander. Und ey, guckt euch das mal hier an. Und jetzt wird das Ganze auch noch getrennt. Zack, eine Magnetkugel musste leider dran glauben. Die Arme. Und jetzt haben wir schon ein riesen Grundgerüst für die PS4, kann man so sagen. Mal gucken, ob er gleich auch noch was anderes drauf spielen wird, außer FIFA, sondern vielleicht auch noch mal irgendwie GTA 5 oder was für sonst für Spiele man noch auf der PS4 zocken kann. So, und jetzt hier natürlich wieder die nächste Schicht drauf mit den ganzen Sachen. Bam, 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 alles perfekt draufgehauen. Und, ui, okay, sieht auf jeden Fall hier auch noch mal nice aus. Ich denke mal, das macht jetzt ganz schön lang, ne? Also sieht irgendwie länger aus als meine PS4 da unten. Mal gucken, was das jetzt werden soll. Das sieht mir schon ziemlich, ja, ziemlich in die Länge gestreckt aus. Werden wir auf jeden Fall gleich mal sehen. So, auf jeden Fall jetzt hier alles, zack, ran, ran, ran. Und das ist jetzt, ah, okay, na gut, war anscheinend doch so lang. Also dann sah das vielleicht auch einfach nur ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen aus der Perspektive nicht so gut aus. So kann man es auf jeden Fall mal beschreiben. Und hier, bup, 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 alles wieder ran hier mit den Magnetkugeln. Und er hat jedes Mal das gleiche Schema, obwohl er die Kugeln anders zusammengebastelt hat. Es ist halt, es ist zu nice. Guck mal, ach, so nicht. Er hatte da einen kleinen Fehler, hat er selber bemerkt. Einen kleinen Fehler hatte er da beim Zusammenbasteln. Er wurde aber ganz, ganz schnell behoben. So, zack, rauf und zack, bup, bup und zack, Leute. Und jetzt hier nochmal die oberste Schicht. Hat er, glaube ich, schon die unterste Schicht von der PS4 fertig, ne? Müsste es auf jeden Fall, also müsste dann auf jeden Fall so sein. Hier, zack, alle nochmal rauf und bam, wieder, kann er wieder, bam, das da ran tun. Und jetzt ist auch schon die unterste Schicht fertig. Also ich frage mich, ob er das bei der PS4 auch maßgetreu gemacht hat oder ob dieses Magnetding einfach viel größer ist. Weil ich muss sagen, es sah gerade eben schon
ein bisschen größer aus, als ich gedacht habe, wenn man so ehrlich ist. So, aber hier auch nochmal so weiße Kugeln am Start. Mal gucken, was die bringen sollen. Okay. Macht der jetzt vielleicht das PS4-Logo drauf? Also, nee, gut, bis jetzt. Naja, nach dem PS4-Logo sieht das jetzt noch nicht unbedingt aus. Mal gucken, was das wird. Vielleicht wird das ja auch hier der Fernseher. Oh ja, ich glaube, Freunde, ja. Das könnte, glaube ich, der Fernseher sein, oder? Glaube ich, ja. Könnte, glaube ich, echt der Fernseher sein. Also, Controller ist es auf jeden Fall nicht. Und hier, boom, oi. Das ist wirklich ziemlich nice. So, alles hier rauf. Die Karte auch rauf. Oh. So, und jetzt heißt es hier wieder ran. Und bam, zusammen. Zusammen. Und jetzt. Was könnte das jetzt werden, Freunde? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was könnte das jetzt werden? Okay, also der hat quasi das Weiße wieder eingebuddelt, als wäre das halt einfach, ja, als hätte er nicht genug farbige Kugeln gehabt. So, da ist auf jeden Fall alles wieder zusammen. Hier, oh, die eine Kugel ist sogar so ein bisschen rot angemalt. Ich glaube nicht, dass das mit Absicht war. So, hier, bop, bop, zusammen und wieder rauf. Okay, also ich denke mal, der hat einfach nur sich so an farbigen Kugeln ein bisschen gespart, weil die wahrscheinlich echt extrem viel kosten. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, Leute, was ihr denkt, wie viel so die ganzen Kugeln kosten. Weil, ja, wenn wir die 5000 Likes erreichen, möchte ich jetzt nicht irgendwie für die Kugeln nachher irgendwie 1000 Euro oder so ausgeben. Also das wäre mir auf jeden Fall schon ein bisschen zu viel für nur ein Video. So, aber das könnte jetzt, glaube ich, der Stand werden oder so für diesen Fernseher, oder? Ja, okay, ja, sollte auf jeden Fall der Stand werden. Vor allem, weil er diese weißen Magnetkugeln da wieder hat. Zack, wieder alles ran. Bup, 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 bup. Nice. Und hier kommt das quasi unten so diese andere Ablage ran. Zack, Leute. Uff, es sieht jedes Mal so satisfying aus, wie er das darauf macht, ne? Immer so verschiedene Wege, wie er da findet. So. Und jetzt, zack, hat er schon mal das Viereck fertig. Und auch hier, bam, 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 alles ran. Okay. So, und jetzt, Freunde, jetzt sollte das Grundgerüst von diesem kleinen Fernseher auch schon fertig sein. Guck mal, und zack, das letzte Stück. So, und jetzt, okay, es wird getrennt und das wird auch getrennt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was macht er daraus? Zack, ran und... Ah, okay, das ist jetzt quasi der Monitor. Und dann, da, LG-Fernseher habt ihr gesehen, Leute. Das ist dann der LG-Fernseher von der PS4. Und zack, da kommt das Ganze dann rauf. Hat er schon einen Stand gemacht. Triggert mich ein bisschen, dass es nicht mittig ist. Aber müssen wir uns mit zufrieden geben, Leute. Wir wollen jetzt hier auch nicht groß meckern. So, zack, alles hier ran. Bob, bob. Und ja. Okay, sehr nice. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Alles hier ran. Buff, buff, buff. Und hier auch nochmal. Ich glaube, jetzt macht er quasi die PS4 von etwas weiter oben, ne? Ich denke mal, da wird es jetzt darauf packen, oder? Ne, er macht den Rand, glaube ich, oder? Freunde, was denkt ihr? Ist es der PS4-Rand? Ach nee, okay, ich glaube, der macht jetzt die Mittelschicht und packt jetzt in seine PS4 Wasser rein? Ein Aquarium? Mit, oh mein Gott, mit einem richtigen Fisch. Als ob dieser Fisch einfach FIFA gleich antreiben wird, Leute. Okay. Also, das... Er will mir erzählen, dass das hier... Zack, das ist die PS4, Leute. Und es funktioniert auch alles. Mit dem Controller. Schade, dass man nicht gesehen hat, wie er den Controller gemacht hat. Ich frage mich, warum er das nicht gezeigt hat. Ich meine, den Controller so zu bauen, finde ich viel, viel geiler, als das alles so ein bisschen so zusammen zu machen. Aber Leute, ihr seht auch schon, FIFA scheint drauf zu funktionieren. Ob das aber richtig so läuft oder einfach nur ein Video ist, Leute, das wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall sieht man hier nochmal die PS4 einfach mit diesen Fischen am Start. Ey, sorry, aber das ist ein bisschen verrückt, dass man da so Fische reintut. Finde ich sehr cool, aber Nutzen hat die PS4 dann nicht. Es sieht cool aus, also man könnte ja probieren, ob man seine PS4 damit einmandeln kann. Und dann kann man quasi eine coole PS4 haben, aber dann wird der Lüfter auch nicht mehr so gut funktionieren. Und dann wird die noch lauter und hebt wahrscheinlich dann mal von ganz alleine ab, Freunde. Also, das soll es auf jeden Fall jetzt von
diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, Leute. Abonniert ihr diesen Kanal, die kommen 3 bis 4 Mal die Woche ganz geile Videos. Also die solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen drückt die Glocke und haut hier auf jeden Fall darauf, auf dieses Video. Einfach draufklicken auf das Video und dann kommt ihr dahin. Also, Leute, ab geht's.